Hallo, da sind wir wieder. Pippe und Kitte. Oh, ja, ich bin jetzt gerade gegen das Mikrofon gestoßen. Wir sind hier in der Unterwelt oder Unterstadt. Das ist die Möglichkeit hier eigentlich. Ja. In der Wohnbaracke. Suchen Sila. Die ist aber offensichtlich nicht zu Hause. Haben sie hier was nicht gefunden? Die müsste hier sein, aber wir haben ja eigentlich auch einen Marker, oder? Nee, hier nicht. Haben wir nicht mehr. Nö. Okay, wo waren die Bücher? Wir haben doch gerade die Bücher angeguckt. Was für Bücher? Die Bücher in unserer Tasche haben wir angeguckt, da gab es hier noch welche. Ah, hier. Ach, ja, die hier. Das war das letzte. Ja. Ich habe nur versucht rauszufinden. Ach. Interagieren, Bild. Aha, wow. Ist ja interessant. Ja. In Seeheim nach Hinweisen über Milbert suchen? Aha. Hm. Also geht die noch weiter hier? Ja, offensichtlich. Das ist ein Fass. Ein Brot, na, ich weiß nicht. Nee. Durchsuchen Brot, der ist leer. Ja, aber ja. Lesen Papier. Ein Papier. Mhm. Was das wohl für ein blaues Puder ist? Ja. Mal mit der Rechtschreibung ist aber nicht so ein bisschen, ist so richtig gut. Ja, sie ist offensichtlich hochgebildet, hä? Hm. Zu den Belesenen gehört sie wohl nicht. Keine Ahnung, wie alt sie war, als die Eltern gestorben sind. Ja. Hatte wahrscheinlich keine Chance, sich jemals irgendwie Bildung anzueignen. Ja. Und das ist ein trauriges Schicksal. Gut. Ja, ja, Entschuldigung, ich lese manchmal ein bisschen langsam. Stahlkrabben. Ja, also das sind wohl ihre... Wieder... Die Stahlkrabben wurden doch schon mal erwähnt. Ja, was immer die sein mögen, die Stahlkrabben. Aber irgendwie sieht's aus, als würde sie nicht mehr nach Hause kommen. So sieht's aus, aber wir müssen nach Seeheim. Da gibt's wohl unterschiedliche Stäube. Sag mal, die hat ja Geld. Ah ja, 17 und 4. Na ja, ich meine, hier ist es ja wahrscheinlich einiges wert. Der Heilige Orden, das haben wir schon gelesen. Den haben wir schon gelesen. Das ist aber ganz gut, ja, dass man es gleich sehen kann, ja. Ja. Na gut, verkaufen kann man es ja trotzdem. Also gerade wenn man es gelesen hat, wenn man es da ist noch eine Kiste mit einem Hammer. Aber viel mehr kann ich hier nicht finden. Mal gucken, was sagt denn unser Questlog dazu? Das wollte ich auch gerade fragen. Mhm. Aha. Naja, hier ist sie jedenfalls nicht. Nee. Dieser Eiderkäfer ist zum Glück das tot. Das ist noch ein Verkümmerter. Aber der hat uns schon gut zu schaffen gemacht. Das war ein ordentliches... Dieser Eiterkäfer. Kaliber. Ganz ja, gut. Eklig. Dann können wir mal gucken, was wir sonst noch auf dem Schirm haben. Was wollen wir als nächstes machen? Raus auf jeden Fall, das ist klar. Ja. Aber mal abgesehen davon. Haben wir den noch markiert? Ja. Das passt ja zum Rausfinden. Ja. Ich bin hier, die Richtung passt, mehr oder weniger. Also heute, letzten Folge sind wir ja ganz schön im Sonnentempel rumgeirrt. Ja, ja, ich irre oft. Und hauptsächlich durch die Gegend. Ja, aber seitdem, wenn man das schon mal gespielt hat, würde man die auskennen, aber das muss ja nicht sein. Er war ein guter Mann. Messer. Wer war ein guter Mann? Tja, wenn man das wüsste... Auf jeden Fall war er. Das heißt, er ist nicht mehr.
Oder vielleicht ist er auch kein guter Mann mehr. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall war. Ja. Was immer er war. Na, ein guter Mann, hat er ja gesagt. Genau. Allerdings sagt uns das auch nicht viel. So. Aha. Große Wäsche. Mal sehen, wo er uns jetzt hinführt. Ja. Ja. Genau, voller Beste. Hier geht's wieder ins alte Wasserwerk. Ja, den Weg kennen wir ja schon. Nehme ich an. So. Das ist der erste ins alte Wasserwerk. Und gleich kommt der zweite ins alte Wasserwerk. Mhm. Nämlich hier. Da kennen wir uns ja schon aus. Das ist besser zu finden als im Sonnentempel. Im Sonnentempel sind die Treppen immer so auf den ersten Blick nicht zu sehen. Ja. Gut. Ja, hier fällt es auch nicht auf. Die hier sieht man. Ja. Liegt hier noch ein Buch? Ja. Oh. Das hast du übersehen. Das habe ich doch glatt übersehen. Ja. Genau, das ist eigentlich gar nicht so unwichtig. Da lohnt es sich wahrscheinlich schon, wenn man da Lernpunkte investiert. Die Treppe sieht man ja auch nicht auf Anhieb. Du meinst die Leiter, ach so, die Treppe hier. Ja, die erste runter in den Keller. Tja. So, da ist wieder unsere Leiter. Und da ist der Brunnen im Adelsviertel. Ja. Passt so richtig gut zusammen, Unterwelt und Adelsviertel, oder? Gute Verbindung. Ja, gute, kurze Verbindung zwischen Unterwelt und Adelsviertel. Warum wohl, hä? Mir fällt gerade ein. Was denn? Ich habe doch einen Level gekriegt und habe mir noch gar nichts geholt. Das ist aber gar nicht gut. Das ist Verschwendung. Ja gut, aber geht ja nicht verloren, oder? Das nicht. Aber wenn wir dem nächsten Mistkäfer begegnen, könnte es sein, dass wir es bereuen. So, was haben wir hier? Ja, Schnellschuss, den wollte ich doch haben. Ja, aber du musst ja um ein. Ach so, aha. Stimmt. Kannst du ja machen. Ja. Die anderen Dinge hast du ja schon. Gut, dass man auch außen rumgehen kann. Hm? Ja. Ja, aber das interessiert mich alles nicht besonders. Du musst ja auch noch Experten, musst ja auch was machen, ob du willst oder nicht. Der Todesschuss, der ist, ja. Erhöht die kritische Trefferchance. Mhm. Erst um 10 und dann nochmal um 15. 25%, ja, jeder vierte Schuss ist ein kritischer, das ist gut. Aber du wirst ja auch die Expertenschlösser knacken, das musst du wahrscheinlich auch. Tja, die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Sieht toll aus hier der Himmel. Ja, ist wirklich irre. Da würde ich auch gerne meditieren. Ach, wenn man einen Gegenstand mitnimmt, der uns nicht gehört, zählt das als Diebstahl. Wird aber erst zum Problem, wenn uns jemand beobachtet. Ja. Darauf wären wir nie gekommen. Ja, so, hier sind wir im Adelsviertel. Dann können wir uns hier gleich mal ein bisschen umgucken. Ha? Ja, da waren wir ja noch nicht richtig. Du könntest auch mal die Kneipe angucken, die sie hier haben. Ja, da hinten. Ja, die ist da drüben. Genau. Hier haben wir ja auf der Brücke haben wir ja die Galeriebesitzerin getroffen. Genau. Ja, Baka, Baka. Hä? Einsam sitzt sie an dem Weg. Ach der, ja. Und Kotz. Ach, moderne. Moderne Poesie. Ja. Mein Herz brennt. Oh weia. Da ist es schon vorbei. Oh weia. Das ist Poesie.
Das ist Höhne des Wüstenkönigs. Das ist ja der, eine neue Interpretation des Werkes von Adreu von Mitt. Düster wie die Sonne, hell wie die Nacht. Tausend kleine Schauer ergießen sich auf meinem Leib. Nicht jetzt! Der Meister dichtet! Ja? Vielleicht habe ich das. Ja. Aber warum fragt ihr nicht einen eurer tausend Frauenkohle, Mensch? Ich habe euch nichts zu sagen. Jetzt verschwindet. Genau. Und zu Leuten eurer Sippe. Jetzt lasst mich in Frieden. Hast du es gehört, du Kohlemensch? Ich bin kein Kohlemensch. Und du? Bist du auch so freundlich? Krieg auf Kyra. Krieg auf Arasial. Krieg auf Kile. Malf. Genau. Hält wahrlich seine Schutzgeschichte aus. Tausend Acker Doppelbock. Da geh ich rein. Sich vom Fetten in die Ohren. Sind wohl diese mopsgesichtigen. Na, das vermute Ochsen, ich, das vermute ich, aber. Nein, wir wollen keine Kartoffeln stehlen. Aber hier ist ja wohl eher ein Wolf. Wo habe ich das denn hingepackt? Aha. Oh, sie tanzt da immer den Spieltisch. Es scheint gerade in zu sein, der Tanz. Ne? Wow. Ja, ja. Na gut, da tanzt mal schön. Halt, hier geht's nicht um. Komm ich hier rum? Ja. Ganz verträumt. Ein Tavernengast. Guck mal, das ist auch so ein Kohlemensch. Auch ein Kohlemensch, ja. Schreitet wohl. Hallo, Belfi. Moment mal, ihr... Ja. Ihr seid... Ach, einerlei. Ja, genau. Was du hast ist? Recht. Naja. Aha. Malfas zum Gruß. Mal gucken, was hast du denn so? Möchte was trinken? Klar, was darf ich sein? Ich will ja mal Wein verkaufen oder so. Das ist eine gute Idee. Ja. Den kann ich das nämlich gar nicht gebrauchen. Und dieses komische Bitterbrandwein-Zeugs auch nicht. Nee. Die haben immer Nebenwirkungen, die uns gar nicht Zutat. Gefallen. Hä? Was denn? Ach, ich war gerade bei den Zutaten. Wein, da ist Wein. Unter der Tomatensuppe. Ja. Gut. Noch mehr? Ja, sogar Wurst. Was du nicht alles gefunden hast. Jo. Sichere Straße. Ja, danke schön. Wer bist aber du? Hier sieht es ja richtig nett Gesicht. Aus. Ein Bürger. Na, das ist doch schön. Jo. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Kneipe. Aber ich schätze mal, hier musst du auch mehr zahlen, wenn du hier übernachten willst. Die sieht etwas teurer aus, das stimmt. Nur ein bisschen. Die Kneipe im Fremdenviertel sieht irgendwie preisgünstiger aus. Ja, genau. Um nicht zu sagen billig. Ja. Ist ja nur nicht mehr als so ein Bett. Eine neue Interpretation des Werkes von Adrien von Mitt. Ist schon gut, ist ja immer mal dasselbe. Düster wie die Sonne. Der ist immer noch beschäftigt. Na gut. Schon gut. Dann gucken wir mal, was haben wir da drüben. Die Blutmondrevolte. Ja, ein Alchemist. Weil hier sind ja die Alchemisten zu Hause, haben wir gehört. Ich verstehe euren Aufruhr, Madame. Aber dennoch... Derzeit kann der Orden keinen einzigen Hüter für die Suche nach einem wegelosen Ketzer entbehren, richtig? Das habe ich so nicht gesagt. Aber gemeint. Wisst ihr was? Ihr solltet euch schämen, allesamt. Als ich jung war, hat es noch etwas bedeutet, Hüter oder Hüterin zu sein. Aber ich schätze, diese Zeiten sind vorbei. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Das Gespräch ist wohl beendet. Ja, aber du kriegst einen neuen Auftrag. Bestimmt. Aha, genau. Ach, ob mich etwas beschäftigt? Lass mich mal nachdenken.
Ja, nämlich, dass sich der Heilige Orden, seit dieser Arantial wieder die Zügel in der Hand hält, mehr für irgendwelche pyräischen Ruinen interessiert als die Bürger dieser Stadt. Verzeiht, das hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ach, egal, ich muss weiter. Ja, genau. Jo. Ach, was? Nein, ich weiß euer Angebot zu schätzen, aber das wäre zu gefährlich. Das wäre eine Mission für einen Hüter gewesen, aber die sind ja zu beschäftigt damit, ihre Rüstungen zu polieren. Aua. Ja. Ach je. Na schön, wer bin ich, eine helfende Hand zu sabotieren? Ich vermisse jemanden. Und das nicht im übertragenen Sinne. Meinen Sohn. Meinen einzigen. Tja. Es ist kompliziert. Ist euch die Bruderschaft der Chor ein Begriff? Nie gehört. Nein. Verstehe. Dann seid ihr wohl noch nicht so lange in dieser Stadt. Die Bruderschaft der Chor waren Wegelose. Ketzer würde der Orden sie nennen. Sie dementierten die Göttlichkeit der Lichtgeborenen und beteten stattdessen zu irgendeiner barbarischen Gottheit namens Chor. Am Anfang hat man sie verspottet. Aber dank ihres Anführers und dessen Talent, verirrte Seelen mit seiner Ideologie zu verpesten, konvertierten immer mehr und mehr Arker, gerade Oberstädter, zu dem Kult. Unter anderem mein Sohn, Rukas. Ich weiß nicht, wo ich als Mutter versagt habe. Viermal die Woche bin ich mit ihm als jungen Burschen zur Messe gegangen und habe ihn stets von schädlichen Einflüssen ferngehalten. Mädchen, Jungen, ihr versteht schon. Aber scheinbar war das nicht genug. Er war einer der Ersten, die konvertiert sind und dieses alberne Gelübde abgelegt hat. Und dabei ist er noch keine 20 Winter alt. In manchen Belangen ist man als Älter wohl einfach machtlos. Tja, dann kann man verstehen, dass sich die Hüter kein Bein ausreißen. Ja, klar, aber trotzdem. Müsste ja auch in ihrem Interesse sein, herauszufinden, was da los ist. Ein Schweigegelübde. Und jetzt fragt mich nicht nach dem Warum. Es hat irgendetwas damit zu tun, dass die Chor wohl glauben, dass Sprache den Verstand verdirbt. Irgendein wegeloser Unfug eben. Ja, weil der Orden sie, Malfas sei Dank, vor einer Weile aus Ark verbannte. Ach so, das haben sie gemacht. Traf sich aber scheinbar ohnehin ganz gut, weil irgendeine ihrer Seherinnen wohl kurz davor eine Vision hatte von irgendeiner Insel im Roten Meer bei Dünenheim. Tja, und da sind sie hingegangen und haben eine kleine Siedlung dort gebaut, vor jetzt gut 5 Wintern. Rukas mit ihnen. Aha. Nein, nichts. Aber natürlich wollte ich wissen, wie es um ihn bestellt ist, und deshalb habe ich jeden Mond einmal einen Myradenwärter bezahlt, die Insel zu überfliegen und sozusagen nach dem Rechten zu sehen. Und jetzt kommen wir auch dem Ursprung meiner Sorge näher. Seit 3 Wochen ist die Insel wie ausgestorben. Naja. Kein Lebenszeichen mehr. Naja, vielleicht hatten sie wieder eine Vision und sind weitergezogen. Ja, kann sein, aber das weiß man ja nicht. Aber man sollte mal hin und gucken, was da los ist, warum sie nicht mehr da sind und wo sie dann hin sind. Danke, das bedeutet mir sehr viel. Und wenn ihr Rukas findet, soll das nicht zu eurem Nachteil sein, darauf habt ihr mein Wort. Ich meine, ich will doch einfach nur wissen, ob es ihm gut geht. Wegelosigkeit hin oder her, er ist mein Sohn. Naja. Sprecht am besten mit dem Myradenwärter im Südviertel. Er kann euch sicherlich in der Nähe des Dorfes absetzen. Ich werde in meinem Laden sein. Aha. Also ich muss schon mal sagen, ich finde diese Sache mit der Wegelosigkeit unmöglich. Das ist überhaupt eine ganz komische Gesellschaft hier, oder? Naja, jeder Magiebegabte muss, ja, muss beweisen, dass er sie beherrscht. Ja gut, aber das ist nicht und nur. Wegelos heißt ja auch, wenn du deinen Weg, der dir vorgeschrieben ist, in deiner Kasse nicht bleibst, sondern irgendwas anderes tust, als dir vorher bestimmt ist. Nee, nee. Wegelos sind nur die Magiebegabten. Einen Obolus? Der Herr wird... Ach. Jedenfalls habe ich das so verstanden. Danke. Ist er denn wahrhaft guter Mensch? Dass die Magiebegabten, die nicht zum Orden gehören, wilde Magier sind oder Wildmagier genannt werden. Ja. Ja gut.
Aber Wegelose kann doch jeder sein, der ausbricht. Hast du auch wieder recht. Hä? Na? Ja, Bello heißt du. Was für ein schöner Wegelose Name. Husten. Bello. Hallo Bello. Spricht nicht. Der Adlige. Mara Gabow. Hast du aber eine schöne Stimme? Wer seid ihr? Tja, gute Frage. Ein Fremder. So. Das ist wohl ein Magieladen, wie es aussieht. Gabriele Funkenfürst. Schreitet wohl zum Gruß, hallo. Euch hier zu sehen macht mich froh, denn ich sehe in eurem Gesicht, ein Stab sucht ihr, der nicht zerbricht. Und den habe ich im Besitz, bei Funkenfürst und Feuerblitz. Wow, sagt ihr das jedes Mal, wenn du da reinkommst in den Laden? Ja, leider. Wie freundlich von euch, so zu fragen. Derzeit kann ich wahrlich nicht klagen. Wär bloß mein Knab Merell da nicht. Der Bub versäumt stets seine Pflicht. Aha. Den ganzen Tag, ihr könnt mir glauben, rennt er umher mit diesem Gör. Das Haus jedoch lässt er verstauben und nichts verschafft mir sein Gehör. Gabow, so heißt die kleine Ziege, ist frisch aus Nerim eingetroffen. Vom Vater kriegt sie keine Hiebe. Der Kerl ist eh ständig besoffen. Sind das die beiden, die da draußen mit dem Hund sind? Ich glaube schon, oder? Auf jeden Fall heißt da jemand. Oh, Sie, was seid ihr neugierig? Wollt meine Sprachmarott erkunden? Doch ihr vergeudet eure Stunden. Mein Geheimnis erfahrt ihr nicht. Ihr habt recht. Eure Frage kam einfach etwas unerwartet. Das ist alles. Beim rechten Weg, darauf hätte Duril doch wirklich kommen können. Jetzt ist es mit meiner lyrischen Glaubwürdigkeit dahin. Aber naja, wie sagt man so schön, Übung macht den Meister. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet. Ja, gut. Ach, das Geschäft lief die letzten Monde nicht sonderlich gut, das ist alles. Kaum noch Reisende. Und die Arkanisten des Ordens haben sich seit der Rückkehr von Großmeister Aranteal ziemlich abgeschottet. Tja, und da ich einen Sohn zu füttern habe, musste ich mir was einfallen lassen. Der Tipp mit den Gedichten kam von meinem Schwager Doril. Er ist schon viel herumgekommen und hat auf Kile den Vortrag eines dortigen Geschäftsmannes besucht. Wer heutzutage erfolgreich sein will, der braucht ein Alleinstellungsmerkmal. Niemand erinnert sich an den generischen Händler mit seinen faden Sprüchen, selbst wenn er mit Arcanum handelt. Aha. Korrekt. Sagt, was ihr wollt, aber euer Besuch bei Funkenschlag und Feuerblitz wird euch sicher eher in Erinnerung bleiben als der bei dieser Ziegel Steinschlag am Marktplatz. Aha, ist die Konkurrenz, ne? Ja. Na gut, das ist aber schön. Gut. Zeig doch mal, was du hast. Ja. Meine Waren wollt ihr sehen? Ich bitte euch, euch Zeit zu nehmen. Naja, das war ja auch nicht gerade so richtig gut gereimt. Oh ja. Das ist wichtig für uns. Sind die Preise gesunken? Der hat doch letztens 200 gekostet. Ja, stimmt. Rollen hat sie. Oh ja, Teleport-Rollen werden wir uns demnächst auch kaufen müssen. Ja. Kaufen müssen, genau. Kommen wir schneller wieder zurück, müssen wir nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Expertenbücher und so, also Lehrbücher jedenfalls. Ja, ist klar, Zauberer. Für Zauberer, ist klar. Ja. Und wo findest du die meisten? Wo kriegst du deine her? Dieben gibt es ja, die gibt es ja auf dem Marktplatz, nicht. Da ist der Gemischtwarenhändler und dann ist die, diese Bogen- und Ach so. Leder- ah, ja. Die auch. Handlung. Mhm. Oh, ein bisschen Zusatz. Zutaten hat sie auch. Und Zauberbücher habe ich doch fast erwartet. So, und zwar habe ich den Stab der Erdung. Ja, den können wir ja verkaufen. Den können wir gleich mal verschabeln. Na gut. Dankeschön. Und tschüss.
Jetzt gucken wir uns mal die beiden Früchtchen an, die da draußen rumstehen. Ich glaube, einer von hieß Gabov oder so. Du bist doch niedlich, Gabov. Mara Gabov. Das ist ja Funkenfürst. Das ist ja eine tolle Rüstung, die er da trägt. Das ist der Merell Funkenfürst. Viel Glück für euch beiden. Ihr seid ja noch ziemlich jung für solche Früchtchen, aber ich verstehe die nicht. Die machen sich jetzt schon Sorgen, dass die Kinder in den falschen Stand reinheiraten können. Manche Menschen wissen einfach nicht, wo ihr Platz ist. Ja. Das ist nicht so falsch. Genau. Manche wissen nicht, wo ihr Platz ist. Ja. Aha. Edelwaren? Gabovs, ja, das ist ja der, sind wohl die Eltern von der. Ja, von dem Mädchen von Mara. Edelwaren. Was bitte sind denn Edelwaren? Naja. Ja, sieht ja eigentlich auch nicht schlecht aus. Stilvoll. Ne? Ja, eben. Eingerichtet. Na sowas, ein fremdes Gesicht. Wie Hallo, kann Gabor Gabov euch den Tag versüßen? Ein pyräischer Dolch? Nein, vielleicht ein Bienenhänder aus den Steppen Arasials? Ein Bienenhänder? Woher kommst du eigentlich, Wartet, Gabor? Sag das nochmal. Hä? Beim Namen der Sonne, ihr kommt aus Nerien und besser noch Ostien. Oh, bei den nunmehr verstorbenen sieben Göttlichen, was bringt euch hierher? Lange Geschichte. In der Stadt. Und bevor ihr fragt, ich bin geflohen, so wie ihr vermutlich auch. Der Künstler in mir liebt das Chaos, aber der Familienmann in mir nicht. Das kann man verstehen. Zumindest nicht so sehr, dass ich geblieben und damit das Leben meiner Familie riskiert hätte. Und jetzt bin ich hier. Beim Antlitz der Zeit, was ist das nur für ein fader Ort? Die Menschen hier, dieses ewige Geschwafel von Pfad und Malfast. Ich hätte nie gedacht, dass es dem Orden so lange gelingen würde, die Kunde vom Tod der Götter zu verschweigen. Aber an einem Ort wie diesem geht das ja alles von selbst. Die Leute hier sind so verbohrt, dass es mich wundert, dass sie nicht noch zu Asatoron beten. Ach, das ist wohl einer von übervorgestern. Ja, wahrscheinlich. Das bin ich. Künstler des schwarzen Pulvers, der feurigen Momente, könnte man sagen. In Nerim konnte ich davon leben, aber hier ist meine Kunst bei weitem nicht so anerkannt wie dort. Ja, zu gefährlich, die Kunst. Ja. Oh, mein Freund. Wenn ich euch das sagen würde, gäbe es doch keinen Grund mehr für euch bei mir zu kaufen, oder? Berufsgeheimnis. Ja. Na gut, dann zeig doch mal, aber was sicher du so doch. Hast. Kannst ja Wissenspunkte kaufen, hast du gesehen? Nee, ich gehe mal der Reihe nach durch. Ja, hier gibt es einen mittleren Rucksack, by the way. Also, der hat einen mittleren Rucksack. Kann man mal bei Gelegenheit kaufen. Ja, für 318. Auch nicht, brauchen wir ja noch nicht. Geht einigermaßen. Ja, hat von allem etwas. Aha. Er hat auch Teleportrollen nach Ark und so. Hier, alter Foliant, plus 1 Wissenspunkt. 10 Stück hat er davon. Ganz schön teuer. Ah, kann man sich Wissenspunkte kaufen, aber ganz schön teuer. 367 für einen Wissenspunkt, das ist heftig. Da wird man wohl noch eine Weile sparen müssen. Ein Hammervogelei. Können wir eins kaufen? Und ist billig, das kaufen wir gleich mal. Da müssen wir nicht darauf warten, da dass einer landet. Oder wie. Aber leider hat er nur eins davon. Ja, hat von allen irgendwas. Und das gar nicht so schlecht. Ja. Okay. Gut, Gabor. Wir werden sicher Straßen euch. Dir auch. Dir auch. Tschüss, Herr Gabov. Klingt irgendwie ungarisch, der Vorname, stimmt. Aber der kommt Gabor klingt ja sehr ungarisch. Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schluss. In der nächsten Folge werden wir was tun. Weißt du das schon? Nein. Ich weiß ja noch nicht. Guck mal, auch nicht übel, oder? Ja, ist sehr hübsch. Hier wohnt man gar nicht schlecht. Das ist sowieso ganz schön. Na gut, dann werden wir halt sehen. Lassen wir uns überraschen. Genau. Okay, bis demnächst, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.